Also die Dinger waren hier dran, schon als ich die Karre gekauft habe damals. Und eigentlich waren die immer ganz geil, wenn man durch Matsch gefahren ist oder so. Und ich hatte solche Wheelspacer auf den Reifen drauf, die will ich wieder drauf machen. Also einfach, dass der Radstand ein bisschen breiter wird. Deswegen ist der Dreck immer am Auto vorbeigeflogen. Das Gute daran war halt, dass es halt nicht reingeflogen ist. Und wenn man mit Fenster offen gefahren ist, weil die Klimaanlage kaputt war, was sie sehr lange war, dann ist auch der Staub nicht so direkt reingeflogen, wenn man im Outback gefahren ist. Jetzt habe ich aber keinen Bock mehr da drauf, weil es nämlich inzwischen auch schon ziemlich kaputt ist. Jetzt ist wohl ganz kaputt. Deswegen weg damit. Und siehe da, man hat plötzlich riesige Fenster. Was ziemlich nice ist. Also da drüben sieht man noch, wie es immer war. Und auch wenn man beim Offroad-Fahren raus seinen Kopf rausgesteckt hat, dann hattest du immer nur diese kleine Ecke da. Und das ist natürlich saunervig. Jetzt muss ich das nur mal sauber machen hier. Und dann sieht das doch gleich viel schicker aus. Das Auto war ja jetzt hier schon beim Mechaniker und so, und ihr seht jetzt auch gerade noch, hier ist noch das Western Australia Kennzeichen. Die müssen dann leider bald abgemacht werden, obwohl ich die viel schöner finde als die von South Australia, weil das Auto jetzt hier in Südaustralien angemeldet wird. Ich hatte ja damals noch ein Auto gekauft, einen roten Pajero, also einen Vorgänger von dem hier quasi, und habe dann aus beiden Autos eins gebaut. Hier das ganze Roof Rack, was da drauf ist, und hier das Equipment, das war alles bei dem anderen Auto dabei. Der Kühlschrank hier, da gucke ich gerade, ob der funktioniert. Da hängt der Kompressor. Hier habe ich noch ein Ladegerät für 220 Volt. Das geht sogar auch. Also alles richtig geil. Obwohl das Auto jetzt 5 Jahre stand. Der eine Reifen hinten links ein bisschen abgefahren, aber egal. Der hier sieht noch gut aus. Und der hier auch, weil man sieht hier, das Auto stand wirklich lange. Also hier die Farbe läuft hier runter und so. Wir sind jetzt erstmal nur 3 Wochen hier leider. Wir wollen auf jeden Fall ein paar Trips machen und dementsprechend das Auto auch wieder jetzt ein bisschen fit machen. Ich habe noch hier diese Maxtrax, die Dinger hier. Das sind so Sandbleche. Ja, das stand wohl auch etwas länger in der Sonne. Hatte mal die Farbe. War neuer Tag. Wir haben jetzt schon ein paar Sachen erledigt heute. Wir haben jetzt irgendwie schon 2 Uhr oder so. Und unter anderem haben wir das Auto angemeldet. Und Caro erzählt was dazu. Das erzählt jetzt gar nichts. Aber okay. Hä? Ich bin Caro. Ich bin ab morgen Joels Frau. Und wir machen gerade das Auto klar und haben die neuen Nummernschilder. Und hier hat Joel sein ganzes Zeug noch vom Konvoi. Dieses brauchen wir jetzt für die Nummernschilder. Hier ist noch anderes Zeug. Recovery Gear, Kühlschrank. Hier sind noch die alten Nummernschilder. 1AJI065. Mhm. Nicht vergessen. Western Australia. Und die neuen. Und jetzt So Sexy. 72. So Sexy. Das Nummernschild, die habe ich mal beim Offroad-Fahren verloren und dann lag es in so einem Fluss und wir mussten nachts da hingehen und sie wieder einsammeln. Dann bin ich mit meinem Bruder da durchs Gewässer gelaufen und habe dieses Nummernschild gesucht. Und da war aber auch leider Krokodil im Wasser. Und hier ganz vorbildlich, Schifffahrtmeerestechnik. Ganz vorbildlich. Guter Student. So, kleiner Videotest. Die Karre steht jetzt hier. Wir sind jetzt wieder eine ganze Weile damit gefahren. Heute war ein Adelaide und so. Läuft alles, Kühlschrank läuft auch schon hier. Naja, und von außen muss halt noch ein bisschen sauber gemacht werden. Und gerade ist es schon ganz schön kühl und windig. Ich hoffe, dass morgen bei der Hochzeit nicht so kalt ist. Moin von dem verheirateten Joel. Wir haben vorgestern geheiratet, jetzt heute schon der 24. Wir haben am 22. November geheiratet. Und jetzt haben wir auch schon nur noch 1,5 Wochen hier. Und das heißt, die Karre muss jetzt schon wieder schnell fertig gemacht werden, dass wir nochmal ein bisschen Offroad fahren können. Und so ein paar Sachen, wie zum Beispiel hier ist gar kein Antennenkabel mehr dran. Das ist kaputt, irgendwann mal abgerissen. Das heißt, die Antenne kann ich auch abmachen. Naja, und das hier sind die Abstandshalter. Die baue ich jetzt wieder an die Reifen dran, weil so sehen die Reifen ziemlich hässlich aus. Ihr werdet dann gleich sehen den Unterschied, wenn die wieder draußen sind. Aber dazu brauche ich erstmal eine Rattlegun, also einen Schlagschrauber. Und zum Glück liegt hier einer auf dem Ute. Die Wheels
Spacer sind jetzt alle wieder drauf und es sieht immer sofort tausendmal besser aus. Natürlich illegal, weil das Wasser jetzt ja rumspritzt. Also ich wurde dafür noch nie angehalten und ich hoffe, ich werde auch niemals dafür angehalten, aber es ist einfach der Hammer. Allerdings habe ich vorhin festgestellt, dass da sind solche Gummirosetten. Da seht ihr es. Und da ist dieser Metallclip und dieser Metallclip sitzt nicht richtig drauf, deswegen spritzt Fett überall hin. Was ein bisschen blöd ist, nicht so nice. Hier sieht man, dass das Ding mal abgerissen ist und wir haben das neu geschweißt, der Bodymount. Aber alles sehr stabil. Und jetzt war ich gerade dabei, hier die ganze Verkabelung für, also das habe ich damals gemacht, da hatte ich kein richtiges Werkzeug, deswegen wollte ich das gerade mal alles neu machen. Das ist für die Lightbar, für die Spots hier, für die extra Blinker und für die Spots hier an der Seite. Das wollte ich gerade neu machen und dann stand ich gerade hier so und dachte, was ist denn das hier? Und jetzt habe ich festgestellt, dass hier ein winziges Leak ist, wo von dem Kühler Wasser rauskommt. Das ist natürlich scheiße, weil wir wollten eigentlich morgen an den Strand fahren und ich habe keinen Bock am Strand Platz im Radiator zu stehen. Das heißt, man müsste dann immer kurz anhalten, also was heißt kurz, alles abkühlen lassen, dann kann man jetzt wieder ein Stück weiterfahren. Das wäre sehr uncool, aber das Auto war jetzt die ganze Zeit bei einem Mechaniker. Da würde ich jetzt nochmal hingehen, die haben nämlich auch das Tool, um diesen Schuh, diese Rosette zu erneuern. Deswegen werde ich dann nochmal da hingehen und das machen, denke ich mal. Und da kommt die Cathy mit dem geilen Gator. Jetzt war ich beim Mechaniker und dieser Schuh ist wieder drauf, das geht wieder alles klar. Und ich habe gefragt, wie es aussieht, ob er jetzt mit so einem Leak, also mit so einem Loch im Radiator, Offroad fahren würde. Und er meinte, ja, ist kein Problem, weil es ein Metallkühler ist. Er würde jetzt nicht, wenn es ein Plastikkühler wäre, dann würde er es nicht machen, was aber scheiße wäre. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dann weiter aufreißt und Platz viel, viel höher ist, aber so ist kein Problem. So, dann bin ich jetzt immer noch auf der Suche nach einer zweiten Batterie. Caro habe ich bei Cotton On abgesetzt, die ist ein bisschen Schock. Gehe ich gleich zu Battery World, das ist hier direkt in die Ecke. Auf jeden Fall super geil, hier wieder in der Karre zu sitzen. Diese Autos hier. Ich habe Batterien für die Fernbedienung von der Winch bekommen. Das heißt, die kann ich nachher auch ausprobieren. Und dann sind wir eigentlich ziemlich ready zum Losfahren. Wir brauchen halt nur noch eine Batterie. Und bei Battery World mal gucken. Heute ist Black Friday. Das ist, bei Repco gibt es 15%. Das ist natürlich ziemlich geil für so eine Batterie. Aber ich will halt nicht für 14 Tage eine Batterie kaufen für $300 eigentlich. Auch wenn der Wechselkurs gerade bei 0,6 ist, ist es halt immer noch viel Geld für 14 Tage Batterie. Andererseits, wenn wir ein Auto mieten würden, würden wir noch viel mehr dafür bezahlen. Schauen, mal gucken, was bei Battery World jetzt geht. Ob es da auch Prozente gibt, dann würde ich natürlich sofort zuschlagen. Da bin ich, Battery World. Da gehe ich jetzt gleich mal rein und berichte dann mal, ob ich erfolgreich war. Also leider nicht so erfolgreich gewesen, weil Repco schon zu hatte. Warum machen alle um 5 Uhr zu hier? Wie asozial. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt gerade hier beim Westfield Center. Das ist ein ziemlich großes Shoppingcenter hier. Hol jetzt schnell Caro ab und dann fahren wir wieder heim und schauen wir, dass wir das morgen machen. Das Wichtigste war jetzt eigentlich, dass wir da diesen Schuh da wieder festgemacht bekommen. Und das hat ja funktioniert. Und deswegen sind wir da erstmal auf der sicheren Seite und können eigentlich morgen dann auch losziehen. Die Batterie holen wir einfach morgen auf dem Weg. Die alte können die, glaube ich, sogar entgegennehmen. Also es wäre ganz geil. Muss vielleicht nochmal was löten, aber ansonsten ist es dann soweit ready. Moin, neuer Tag, neue Batterie. Wir sind jetzt hier bei Repco und es hat auch ganz gut funktioniert. Wir haben jetzt das bekommen und ich habe auch gestern erzählt, dass wir das Leak in dem Radiator haben. Jetzt haben wir sogar so ein Repair-Kit geholt, also da fühle ich mich ein bisschen safer mit jetzt. Noch die neue Batterie rein, bringen die andere rein, holen uns noch was bei Domino's zu essen und dann geht es auch endlich los. Gepackt haben wir, Kühlschrank ist voll mit Bier, sonst noch nichts. Also einkaufen müssen wir noch. Cider, okay. Einkaufen müssen wir noch. Aber sonst können wir dann endlich die Road hitten. Eine Sache gemacht. Jetzt gehen wir zu Boating, Camping, Fishing, BCF. Das da, Mann, ist diese Scheibe kaputt. Das hat, du redest mit mir. Nein, mit dir rede ich nicht. Guck mal, er hat irgendwas auf seinem, so ein riesen Ding gekauft. Okay. Mann, hier sind so geile Autos. Auf jeden Fall holen wir da jetzt noch eine Gasflasche. Das ist ziemlich nice, dass hier überall Black Friday Sale ist. Das heißt, alles ist ziemlich günstig im Vergleich zu sonst. Oder jetzt die Autobatterie zum Beispiel, die zweite 15% weniger, habe ich ja gestern erzählt. Mal gucken, was wir hier so kaufen. Das ist natürlich fett. Wir haben uns auf Hawaii hier schon welche von den Dingern gekauft, aber hier ist natürlich gerade wegen der Umrechnung von Dollar zu Euro, was gerade bei 0,6 ist, sind die extrem günstig hier. Also das sind $25, also 15 Euro und das würde, hätte auf Hawaii bestimmt 30 gekostet. Also ganz geil. Also Gasflasche $50, also knapp 30 Euro und dieses Ding auch 30 Euro. Also genauso viel, das müssen wir jetzt aber noch füllen lassen. Ich weiß nicht mehr, was das kostet. Wir haben es geschafft. A1 Highway. Wir sind endlich losgekommen. 90 km/h das erste Mal, dass wir 90 auf lange Strecke fahren können. Das heißt, Cruise Control wird gleich angehen. Wir haben jetzt einen Campspot, ungefähr 150 Kilometer nördlich von Adelaide. Den habe ich gewählt, weil es oben drüber so eine Offroad-Strecke gab, die wir auch mit dem Konvoi angefangen haben zu fahren. Oder das war so quasi der erste Ort, wo wir mit dem Konvoi waren. Und da würde ich gerne mal hin. Bis dahin erstmal geradeaus. Immerhin wird das Wetter wieder besser. Es hat jetzt die ganze Zeit geregnet. Oder so grauer Regen. Die Karre hat übrigens inzwischen
303.888 Kilometer runter und fährt aber immer noch wieder ein. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Ah, kleine Pipi-Pause. Muss drin sein. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber da oben ist der Mond ziemlich fett. Und es ist so krank flaches Land hier. Es geht bis ins Unendliche da hinten. Die Karre läuft ganz gut. Auf dem Dach ist auch noch alles drauf. Und die Straße hier, ich glaube, die haben da alles neu gemacht. Also ich habe es nicht mehr so in Erinnerung, wie ich es jetzt gesehen habe. Und diese Felder hier, fast vergessen, wie es aussieht, aber so groß wahrscheinlich wie 20 Felder bei uns. Angekommen am Spot. Schon geparkt, schon Swag aufgebaut, damit wir das nicht im Dunkeln machen müssen. Wir hatten gerade hier einen richtig krassen Sonnenuntergang. Den haben wir sehr genossen. Da hinten ist eine Camp Kitchen. Das ist wieder hier so ein Park, so eine Art Caravan-Park. Man muss nicht dafür bezahlen, das ist freiwillig. Also eine Donation, das werden wir aber gleich mal machen. Es ist richtig schön leise hier. Der Swag ist auch schon bereit. Das ist einfach das schönste Schlafen, was es gibt. Das Schönste. Das Schönste. Schönste Schlafen, was es gibt hier. Und irgendjemand ballert hier rum, habe ich gerade gehört. Ich denke mal, das ist da hinten. Das ist nice, solange es nicht uns trifft. In diesem Sinne, gute Nacht.